Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berle. Schönen guten Abend. Und Christian Alner. Frohes Fest. Heute geht es um die heutige Jugend und das Internet. Und das sind unsere Themen. Was sagen die Jugendstudien? Was sagen Jugendliche? Und was sind unsere Erkenntnisse aus dem, was diese Leute dort sagen? Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge der Online-Geister. Diesmal nicht zur Manipulation, sondern zur heutigen Jugend. Wie kommt das, Christian? Wir haben doch letztes Mal was anderes angesagt. Huiuiui, da haben wir ganz schön die Erwartungen manipuliert. Hat einen ganz konkreten Grund. Es sind aktuell, also so Oktober, November rum, alles im November, zwei Studien rausgekommen, die wir halt unbedingt besprechen möchten. Ursprünglich hatten wir auch noch einen dritten zu Gast gehabt. Leider hat es die Person nicht schaffen können. Das wäre dann eben die Jugend gewesen, die da auch mal Stellung nehmen ist darf. Ist schon in den Weihnachtsferien anscheinend. Ja, hat leider nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz bitten wir auch euch Hörer da draußen, euch selbst, Jugendliche, wie auch immer, gebt uns Feedback. Was meint ihr zu dem, was wir denn heute besprechen wollen? Online-Geister, Hausmeistereien. Ja, Facebook hat was gesagt. Ich hätte es mal durchlesen sollen vorher. Ich habe die Lieder rausgesucht. Ja, keine Sorge, kann ich zusammenfassen. Ich habe sie alles aufgeschrieben. Generell erstmal Auswertung letzte Folge und so weiter. Schenken wir uns heute, einfach weil wir zu viele andere Themen haben. Und gleich eben zur ersten Meldung. Es gibt Neues zu Facebooks Marais. Das haben wir unseren Jingle ganz vergessen, den wir da immer im Hintergrund hatten. Aber ja, wir haben vieles Stelle, vergessen. Ja. Also es gibt aktuell eine Untersuchung des britischen Parlaments. Genau gesagt hat der britische Parlamentsabgeordnete Damien Collins 250 Seiten interner Facebook-Dokumente kürzlich veröffentlicht. Und da wird halt einfach eben E-Mail-Kommunikation und sonst was mit deutlich und eben Facebooks Sicht auf Nutzer, auf die Welt und so weiter. Da habe ich mal so ein paar Sachen übersetzt und zitiert. Also Facebooks Wohlergehen steht eigentlich im Vordergrund. Kannst ja gerne mal, Tristan. Das mag gut für die Welt sein, aber nicht für uns. Zitat Mark Zuckerberg. Via E-Mail zur Möglichkeit, dass Drittentwickler Facebook-Daten nutzen, aber Facebook keine Kompensation erhalte. Also eben Facebook wird nicht dafür bezahlt, dass eben Daten verwendet werden. Ja. Was eigentlich üblich im Internet ist, dass man Daten auch frei zur Verfügung stellt. Open Access und so weiter. Halt eben mag gut für die Welt sein, aber nicht gut für uns. Das ist schon mal eine Aussage für sich. Dann, es ist von zentraler Bedeutung, dass wir versuchen, Sharing auf Facebook zu maximieren. Nicht Sharing in der Welt. Natürlich nicht. Sagt Sheryl Sandberg, das ist die Geschäftsführerin von Facebook. Also mit anderen Worten, alles auf Facebook, scheiß drauf, was auf der Welt passiert. Und das wurde geteilt von der Conservative Party? Ja, das finde ich sehr, sehr schön. Das habe ich auch extra nochmal betont. Internet ist ja neu, Facebook ist Internet, also ist Facebook neu und böse. Ja, und das Parlament selbst untersucht halt derzeit den Cambridge Analytica-Skandal und Facebooks Rolle darin. Hatte diese Information halt Anfang Dezember beschlagnahmt. Wir haben euch das Ganze auch direkt verlinkt. Finden Sie in den Shownotes, onlinegeister.com, Folge 031. Und das, was wir jetzt hier gesagt, also zitiert haben, das ist A, die Spitze des Eisbergs und B, es wird wesentlich schlimmer. Also wenn ihr ein bisschen Weihnachtslektüre haben wollt, 250 Seiten sind schon ein Roman und ja, wenn euch noch zu lesen. Horror interessiert, hätten wir da was für euch. Meine Meinung dazu, Macht verdirbt unendlich. Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Ja, wo wir ja gerade bei Spider-Man sind, du hast ja den neuen Animationsfilm gesehen. Passt an der Stelle. Wunderschön. Into the Spider-Verse auf Deutschland, New Universe, egal, anderes Thema. Ja, Thema. Mitbegründer von Vine und später Quiz-App HQ Trivia. Nie gehört, also Vine kenne ich, aber HQ Trivia kenne ich nicht. Und ja, er ist auch Name, eigentlich eher dafür bekannt. Colin Kroll ist mir auch nicht bekannt, der ist jetzt gestorben, im Alter von 34. Ja, also Hintergründe unbekannt, gibt aber sehr, sehr viele Gerüchte. Die wir nicht weiter verbreiten wollen. Ja, aber es ist einfach so der Punkt, eben ein Social Media Mitbegründer. Also Vine ist ja diese maximal 6-sekündigen, sich wiederholenden, so GIF-artige Kurzvideos. Auch viel von Prominenten benutzt. Ich erinnere mich an Maisie Williams, also Arya Stark aus Game of Thrones Beitrag, nachdem die Red Wedding gelaufen ist, hat sie in 6 Sekunden Vine veröffentlicht mit ihrer parodistisch überspitzten Reaktion auf die Szene. Sie wusste schon, was passiert. Ja, und Vine wurde dann eben von Twitter aufgekauft und ist jetzt auch vor kurzem dann eben nicht mehr fortgeführt worden. Also insofern hat es leider ein unrühmliches Ende genommen. Aber der Mitbegründer, da gibt es wie gesagt einige Mutmaßungen. Es wird vermutet, dass er vielleicht Stress, Druck gehabt haben könnte. Sein Vater hat auch in einem Interview gemeint, dass New York, wo er eben tätig war, schlecht für ihn oder schwer für ihn gewesen sei. Es gibt auch irgendwie Gerüchte über seine Unfähigkeit als Chef, weswegen er bei Twitter dann am Ende auch entlassen wurde, wo es dann auch bei dem HQ Trivia irgendwie Probleme gab. Also es ist halt eine mögliche Variante von ihm,
persönlicher, psychologischer Stress gegebenenfalls. Man möchte nämlich auch, also wurde halt eben tot aufgefunden, es gibt aber auch eben Mutmaßungen über vielleicht einen Selbstmord. Also einfach Textszene, Social Media Szene. Ist ja durchaus dafür bekannt, dass es da auch auch sehr stressige Arbeitsumgebungen gibt, generell in dieser ganzen Textszene. Gab es auch, ich glaube, bei Red Dead Redemption war das doch gewesen, dass die Entwickler teilweise ja, 80-Stunden-Wochen oder so einen Spaß machen durften. Bis zu 100 Stunden oder hat sowas, einer genau. der Chefs stolz gesagt, ey, wir hängen uns richtig rein, um ein cooles Spiel zu machen. Bis zu 100-Stunden-Wochen schieben wir hier. Und dann gab es nicht, boah, krass, wie die sich anstrengen, sondern eher so, was sind das für krasse Arbeitsbedingungen bei euch? Und der Chef, nicht alle, nur die ganz oben, die wirklich was zu tun haben. Also wir zwingen keine so lange zu arbeiten. Ja, und das ist für mich halt eine sehr deutliche Aussage, deswegen habe ich auch das Beispiel einfach mit reingenommen mit dem Colin Crowe. Gebt, liebe Leute da draußen, gebt auf euch Acht, übertreibt es nicht. Ja, und falls Ausgleich. Ihr Angestellte habt, gebt eure Angestellten Acht. Es ist nachgewiesen, dass über 40 Stunden die Woche Produktion sinkt, weil die Leute ausgelaugt sind. Es bringt nichts, die weiter anzutreiben. Kann ich als Selbstständiger bestätigen. Ich habe mich immer schon auf 60 Stunden Wochen begrenzen können, also Halleluja. Aber ich habe auch noch mal eine andere Arbeitssituation. Ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel die letzten beiden Wochen Webinare gemacht. Das heißt, ich bin früh morgens aus dem Bett gefallen und auf den Arbeitsplatz quasi. Das ist noch mal eine andere Konstellation. Aber kann eben auch, das kann einladen, sich halt einfach zu verausgaben und psychologisch am Ende zu sein. Also deswegen auch gleich als Aufruf an euch da draußen. Wenn ihr Probleme habt, sucht euch Hilfe. Professionell, es kann auch anonym sein. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Aber wenn ihr ein Problem habt, lasst euch das von mir gesagt sein. Sucht euch Hilfe. Das bringt was. Wenn du mit euren Freunden redest, die interessiert das, die stört sich nicht damit. Das sind eure Freunde, die kümmern sich um euch. Eine Sache, von der sogar ich gehört habe, weil das überall... Wo man sich nicht mehr drum kümmert. Wo man sich nicht mehr drum kümmert? Ja, wo das Unternehmen sich nicht mehr drum kümmert. Ach so, ja. Tumblr sperrt Pornografie. Ja. Oder auch die Tumblr Apocalypse, wie sie intern gelegentlich genannt wird. Und viele Tumblr-Nutzer, wie? Es gibt was anderes als Pornos auf Tumblr? Ja, es gibt verschiedene Quellen, das haben wir euch alles in den Show Notes verlinkt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, Hintergründe. Tumblr wurde im App Store von Apple gesperrt, eben wegen der pornografischen Inhalte unter anderem. Und deswegen, um das halt wieder rauszubekommen, also eben wieder in den App Store reinzubekommen von Apple, hat Tumblr dann einfach entschieden, ja, wir sperren jetzt eben Pornografie oder wie der Staff, also die Mitarbeiter im offiziellen Blog meinten, a better, more positive Tumblr. Was für ein besseres Tumblr. Finde ich nämlich persönlich auch sehr schwierig, was du jetzt gerade in dem Seufz zusammengefasst hast. Ja, es ist, also das hat halt viel Raum geboten für jeden, man konnte sich eben durch das Folgen verschiedener Blogs, das Anzeigen auf seiner, wie heißt das bei Tumblr, Dashboard-Dingens, eben, also im Newsfeed, wenn man bestimmte halt Vorlieben in der Richtung hatte, sich alles so zusammensuchen lassen und die Sachen rausschmeißen, die man nicht mehr sehen wollte, im Gegensatz zu den großen Mainstream-Seiten, wie Pornhub, YouPorn, YouTube, ne? Ich brauch das, glaube ich, nicht alle aufzählen. Kennt ja jeder. Statistisch ja. Hat Tumblr da eine andere Möglichkeit geboten, auch gerade für Zeichner, Geschichtenschreiber oder sowas. Und die müssen sich jetzt alle eine andere Heimat suchen im Prinzip. Es geht ja auch noch nicht mal unbedingt darum, eben Pornografie. Also wenn ihr jetzt da draußen an negative Pornografie denkt, wo es dann wirklich um Diskriminierung und was das für einen Spaß in Anführungsstrichen, geht. Oder auch Kinderpornografie, das war ja schon immer verboten. Ja, ja. Also das ist in dem Fall ja wirklich Pornografie oder halt eben generell Erotik, auch wenn ich an Burlesque oder sowas denke. Das war ja auch, das sind ja auch Spielarten, wo mit Erotik gespielt wird oder halt einfach generell FSK 18 Material. Da gibt es auch manche Sachen, die sind halt einfach nicht für Kinder geeignet und das ist eben bei Tumblr bislang erlaubt gewesen und eben ganz konkret Pornografie wird dann halt eben jetzt rausgeschmissen und wer will überprüfen, was pornografisch ist und was nicht, ein Algorithmus. Natürlich. Also da ist ein Nippel, raus damit, obwohl es ein harmloses Bild war, keine Ahnung. Finde ich schwierig. Auf jeden Fall suchen jetzt entsprechende Content-Creator nach Alternativen. Da gibt es auch schon eine. Ich habe da mal recherchiert. Heute drauf geguckt, da war noch nicht viel los. Ja, das ist noch Tumblr, also wie Tumblr nur mit C vorne. Ja, auch gleich als Wortwitz für Ejakulat auf Englisch. Mhm. Und das ist aktuell so ein halbes Crowdfunding-Projekt, wo man sammelt. Aber ich finde es interessant, allein dort für die Newsletter, so dann wurde hier, wenn wir dann online gehen, gebt uns Bescheid, da haben sich zu meinem Zeitpunkt bereits 500.000 Leute gesammelt. Oha. So als Statement an sich finde ich das schon ganz interessant. Und es gibt auch schon andere, die sich damit auseinandergesetzt haben, unter anderem auch die bekannte Satire-Plattform College Humor. Die haben ein entsprechendes YouTube-Video verlinkt. Packen wir euch auch als kleines Geschenk mit in die Shownotes. Und noch das von ProZD, Sungwoo Chun, Voice Actor, der auch kurze Videos macht. Habe ich dir geschickt.
bezüglich des Themas, packen wir euch in die Shownotes. Ansonsten Alternativen, die es schon gibt. Viele Zeichner haben natürlich ihre eigenen Seiten. Aber ansonsten sagen viele, dass sie jetzt zu Hentai Foundry wohl wechseln wollen. Ja, HentaiFoundry.com, das wird für die erotischen Zeichnungen relativ aktive Community. Genau, also nicht für alles geeignet. Aber wie gesagt, viele. Wir wollen da jetzt meine Twitter-Bubble ist dann halt darüber geredet. Wir wollen da jetzt auch nicht großartig Tipps geben, aber finden es halt einfach interessant, weil erwähnenswert, denn Tumblr, ähnlich wie Twitter, also Tumblr und Twitter waren eigentlich so die einzigen beiden großen Social-Media-Plattformen, wo jemals eben pornografische Inhalte erlaubt waren oder generell halt so FSK-18-Inhalte. Deswegen sind die in den App-Stores zum Beispiel auch beide FSK-18, weil es halt eben entsprechende Inhalte gibt. Und da sage ich nicht, dass ich das jetzt gut, schlecht finde. Das muss man moralisch für sich selbst entscheiden, ob man da jetzt Porno-Fan ist. Da kann ich auch auf unsere Folge 16, müsste das gewesen sein, wo wir uns über Sex unterhalten hatten. Müsste 16 sein, Korrektur ja, ne? In den Shownotes. Genau. Da haben wir auch schon diese Themen lang und breit erörtert. Und wir hatten ja auch noch einen kleinen Quickie, no pun intended, mit unserer Gast. Ja, wie heißt sie nochmal? Antje, dankeschön. Mit Antje, das ist nur eine Pipeline, meine Schuld, aber jetzt bringe ich es dann als Gespräch komplett mit raus, was thematisch auch einfach passt. Okay, ja. Da hatten wir uns ja sehr, sehr stark über Pornografie, Plattformen und so weiter unterhalten. Weitere Alternativen, die mir spontan einfallen, Pixiv, hinten mit V, P-I-X-I-V. Du möchtest jetzt wollen wir eine Liste sammeln? Alles in die Shownotes. Und vielleicht wird der Deviant-Art ein bisschen offener. Wer weiß. Genau, das ist eine Möglichkeit. Und ansonsten für die, die das jetzt alles gerade hören und sich fragen, what the fuck ist eigentlich Tumblr? Ich habe einen YouTube-Kommentar unter diesem College-Humor-Video gefunden. Finde ich sehr, sehr schön zusammengefasst. Tumblr is made up of porn and depression and some artwork. Ist eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung. Also in wenigen Worten ist das eigentlich ganz gut das, was Tumblr darstellt. So, noch ein paar Sachen im Schnelldurchlauf. Genau, Google Plus macht Sicht. Genau, früher dicht. Nicht im August, sondern bereits im April 2019 wird es für private Nutzer gesperrt, weil es nochmal ein Datenleck gab mit 50 Millionen Betroffenen. Okay. Aber man weiß nicht, ob das jetzt beantworte mir eine Frage, ob Daten abgegriffen wurden oder nicht. Wo ist der Bus? Der Bus. Der Bus mit Leuten, die immer Google Plus benutzt haben. Ja, das ist sowieso so ein anderer Punkt. Aber eben, solltet ihr es benutzt haben, wird früher dicht gemacht, als Hinweis. So. Kennzeichnung von Werbung in den sozialen Netzwerken, da gab es große Aufregung drum. Um für Klarheit zu sorgen, haben die Medienanstalten nun den Leitfaden für Werbekennzeichnung um Social-Media-Angebote ergänzt und neu herausgegeben. Link in den Shownotes. Genau, PDF-Datei. Und die Wahlen zum Best of Google Play 2018 wurden geschlagen und die Gewinner-Apps vorgestellt. Vor allem Kategorie Best Geheimtipps finden wir, lohnt sich ein kurzer Rückblick. Link in den Shownotes. Schaue ich mir auch nochmal an. Und Amazon Prime Trends für 2018 mal für Übersicht von WUV.de. Was waren so die beliebtesten Video-Downloads gewesen? Schauen wir auch mal an, was auch bezüglich Netflix, Pornhub hat ja schon veröffentlicht, die Trends. Bleiben wir dran. Okay, apropos, bleiben wir dran. Wir bleiben dran mit Musik für alle diesmal, denn das Free Music Archive stand in Gefahr, dicht machen zu müssen, wo zahlreiche kostenlose Musik veröffentlicht wurde. Die haben es doch noch geschafft, einen Sponsor zu finden und um das zu feiern und für Weihnachtsgeschenk für alle Podcast-Hörer und alle, die sonst wo uns hören, gibt es jetzt Musik, die wir komplett frei benutzen dürfen, überall zu spielen. Wir fangen an mit einer Band, deren Name mir spontan gefallen hat. Ihr wisst vielleicht, wie es ist. Denn es ist The Freak Fandango Orchestra mit Bugic Bulgar. We'll be right back.
Bugic Bulgar. Oder so spricht man das auch, weiß ich nicht, fragt The Freak Fandango Orchestra. Musik kostenlos zur Verfügung unter der Creative Commons Lizenz. The Freak Fandango Orchestra findet ihr überall, wo man freie Musik findet. Und noch eine kurze Anmerkung, weil wir das im vorherigen Teil vergessen hatten. Seit letzter regulärer Folge liefen folgende Quickies in unserer Reihe Mach's einfach, Motivation. Einfach kurz nachhören, Link ist in den Shownotes. Okay, dann seid ihr motiviert fürs Thema? Ja. Online-Geister, Thema der Sendung. Die heutige Jugend. Ja, die heutige Jugend, gerade in Verbindung mit Internet, nehme ich an. Genau. Ja, was machen wir sonst alles zum Thema Digitalisierung? Netzkultur, Social Media, PR. Genau, also es gibt aktuell zwei Studien, die würden wir dann nacheinander kurz vorstellen. Und lange Rede, kurzer Sinn, die beschäftigen sich halt eben konkret mit der Jugendnutzung im Internet. Also Jugendliche, wie sie das Internet nutzen, ja, nein, dass da mal so ein bisschen mit Klischees auch aufgeräumt wird. Okay, und da kam eine Studie raus vom Deutschen Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet. Heißt wirklich so. Ellenlanger Name, abgekürzt mit DIVSI. Deutsches Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet. Wir werden das einfach den Rest der Sendung DIVSI nennen, weil es ein bisschen kürzer ist. Okay. Und die erste Studie ist von 2018 und trägt den Untertitel Euphorie war gestern. Was ist damit gemeint? Was war da die Fragestellung? Genau. Also es war eine größere Studie. Es waren viele verschiedene Fragestellungen, meine Güte. Wo sich es halt generell einfach um die Medien- und Internetnutzung von Jugendlichen dreht. Da ist für uns erstmal das methodische Vorgehen ganz wichtig. Was heißt Jugendliche überhaupt in dem Zusammenhang? Also bei der DIVSI-Studie waren das 14- bis 24-Jährige. Also wer von euch noch 24 ist, die zählt als Jugendliche. Zumindest nach den Meinungen. In Deutschland lebend, jedes Geschlechtes. Ich habe mal mir die UNO Population Division Daten angeschaut. Also es gibt von Vereinten Nationen auch offizielle Angaben. In dem Altersspektrum kommen wir in Deutschland auf etwa 8,6 Millionen Einwohner. Jugendliche Einwohner. Ja, also ja. Die halt 14 bis 24 etwa also sind in Deutschland etwas leben. Über 10% der Bevölkerung. Genau. Also etwa ein Zehntel sind in diesem Altersbereich drin. Und die Studie selbst, die hatte eine qualitative und eine quantitativen Teil gehabt. Also es gab eine qualitative Vorstudie und eine quantitative Repräsentativbefragung. Findet ihr alles online? Wir würden da jetzt, glaube ich, nicht zu sehr auf die Details mit eingehen. Also wenn ich das vorlesen würde, würde ich, glaube ich, auch nicht durchsteigen. Ja, aber es geht einfach nur darum, das Qualitative, da gab es 10 alters- und lebensweltspezifisch rekrutierte Fokusgruppen. Also mit Antworten eben 10 verschiedene Gruppen, die halt eben, ja, sag mal, repräsentativ erhoben wurden. Also das ist schon eine aussagekräftige Studie. Okay. Da wurde auch überregional, auch in allen verschiedenen Medien auch ein ganz vertrauenswürdigen Quellen darüber berichtet. Also ich würde schon behaupten, dass das eine gute Studie ist. Na, wenn so ein Institut von John DIVSI heißt, dann ja, ich finde davon ausgehen, dass es seriös ist. Ganz ehrlich, der Institutsname hätte mich eher abgeschreckt, muss ich sagen. Also da hätte man vielleicht nochmal überlegen können. Aber lang und ausführlich ist doch gut, über so Seriositätskontext. Ja, was waren denn die Kernergebnisse? Genau, da kommen wir gleich drauf. Ich möchte nur schnell sagen, basierend auf den Angaben von 1730, eben repräsentativ ausgewählten Jugendlichen, nur das, was wir korrekt alles machen. Und die wurden halt unterteilt in 1250 Computer Assisted Web Interviews, also halt einfach Interviews übers Internet. Also Browser-Klick, genau. Mehrfach Umfragen. Ja, allgemein Umfragen und 480 persönliche Interviews, die zwar auch eben Computer Assisted gewesen sind, aber halt eben einmal mit der Maschine, einmal mit Menschen. Das setzt sich daraus zusammen. Nur für die Hintergründe da interessieren, da bin ich der Meinung, da müssen wir jetzt schon mal methodisch korrekt vorgehen in den Angaben. Aber die Ergebnisse interessieren uns doch, die Methodik ist doch egal. Was kommt man dabei raus? Ja, also generelle Aussage, Internet ist für Jugendliche selbstverständlich geworden, glaube ich, keine große Überraschung. Nee. Aber was ich ganz interessant fand, während 2014 immerhin noch 2% der Jugendlichen, also eben 14 bis 24, offline waren, gibt es in dieser Altersgruppe inzwischen heute eigentlich gar keine Offliner mehr. Also 99%+ nutzen das Internet täglich. 2014 waren es nur 71%. Was sollen sie sonst machen? Ja, zu ähnlichen Daten kommt übrigens auch die ARD-ZDF-Online-Studie von letztem Jahr und auch von diesem Jahr. Also in den Alterskohorten, das Internet ist also Alltag. Deckt sich. Ja. Und 99,8% besitzen auch ein Smartphone. Genau. Und nur 7% davon oder insgesamt? Von den Smartphone-Nutzern. Von den Smartphone-Nutzern, denen steht kein mobiles Datenvolumen für Internetnutzung zur Verfügung. Das heißt, 93% haben mobiles Datenvolumen und damit auch ohne WLAN permanent. Der 14 bis, also ab 14 schon bis 24-Jährigen. Okay. Genau, also Fazit, Jugendliche
nutzen das Internet fast ständig und das ist auch eine, finde ich, eine extrem steigende Zahl. Also eben 99% tägliche Nutzung 2014, 4 Jahre vorher, 71%. Das ist also wirklich, also höher geht es eigentlich nicht mehr. Jeder ist im Grunde täglich im Internet in irgendeiner Art und Weise. Und ja, kann halt eben auch über Smartphone das Ganze machen. Weitere Fragestellung waren die Sichtweisen auf das Internet. Und da gab es 4 interessante Möglichkeiten, nämlich einmal das Internet macht glücklich, das sagen 69%. Das Leben ohne Internet ist nicht vorstellbar, sagen fast genauso viele, 68%. Im Internet wird Zeit verschwendet, das sagen 64%, okay, nah beieinander. Und nur 19% meinen, das Internet nervt. Genau, da waren natürlich mehrfach Antworten möglich. Es gab auch viele weitere Antworten. Das ist jetzt mal so ein bisschen Best-of von, ich finde, aussagekräftigen Statements. Ja. Also bei 69%, immer, also mehr als 2/3 sagen, Internet macht mich glücklich. Leben ohne aber Internet ist nicht vorstellbar. Aber auch fast genauso viele sagen, da wird Zeit verschwendet. Ja, was ich aber auch sehr, sehr interessant finde. Ist also kein Widerspruch. Viele Dinge, die glücklich machen, verschwenden Zeit. Wobei, sind Dinge, die dich glücklich machen, wirklich Zeitverschwendung oder Zeit, die gut genutzt wird? Bevor wir jetzt ins Philosophieren kommen, finde ich es aber sehr interessant, dass eben nur 90% der Meinung sind, das Internet nerve sie. Aber vielleicht hat es auch einfach damit zu tun, wenn ich es nicht will, dann kann ich es ja immer noch abstellen. Punkt. Es ist ja nicht so, dass ich dort sein muss. Ist ja auch wie mit Fernsehen. Ich kann es ja immer noch ausstellen, schlicht und ergreifend Stecker ziehen. Die Möglichkeit existiert ja immer. Wobei das Internet, gerade wenn man zu sozialen Medien kommt, schon wieder eine andere Sache ist. Wenn du das ausstellst und nicht in deinen Freundeskreisen sozial aktiv bist, die sich alle auf Facebook, Twitter, vor allem WhatsApp bewegen, das ist schon wieder eine Art der sozialen Ausgrenzung. Ja, das hat dann auch sehr viel mit den Milieus zu tun, woher die Leute kommen, wie so die Sichtweisen sind, das unterscheidet sich nämlich teilweise auch sehr krass und ich finde auch gerade durch meine Lieblingsstatistik, die müsst ihr euch ansehen. Es ist lange her, die so eine, wie heißt das, Wolkenstatistikkarte, meint man das nicht. Oh, ich muss gerade überlegen, aber das sind so Landkarten. Landkarten, die sich teilweise überschneiden. Also es gibt 2 Achsen. Einmal ist die Bildung von niedrig, mittel, hoch und einmal die Grundorientierung, traditionell, modern und postmodern. Genau, also da vielleicht gleich als Erklärung, also Bildungsgrad erklärt sich von selbst, diese Grundorientierung, traditionell Sicherheit und Orientierung im Sinne von, ich will so, was. So konservativ klingt es ja nicht. Modern, haben und zeigen, sein und verändern. Also ich überlege es gerade so linksliberal vielleicht, von der politischen Ausrichtung, wenn es das gäbe würde. Ja, also es hat in dem Fall nichts mit einer politischen Ausrichtung auch zu tun. Wir versuchen es gerade nur ein bisschen zu vergleichen. Und postmodern, da geht es dann machen, erleben, Grenzen überwinden und samplen. Also im Prinzip also wirklich Leute, die kreativ machen, sich ausleben wollen, tun, machen, zeigen. Also nicht mehr als uns zeigen, sondern. Genau, also ich sag mal, von wenig eigenständig sein bis zu extrem eigenständig sein, könnte man da vielleicht könnte man da die Linie ziehen. Aber wie gesagt, lest euch selbst durch, steht alles ja in der Schule drin, haben wir ja auch alles verlinkt. In den Bereichen gibt es dann entsprechend die pragmatischen, die sich genau in der Mitte irgendwie befinden. Die sind modern, mittlere Bildungsgrad. Wenn man dann ein bisschen ins Postmoderne geht, kommen die Souveränen. Zur Weltrechtlichen traditionell sind bei höherem Bildungsgrad die Verantwortungsbedachten und die Vorsichtigen. Es gibt die, was ist die da? Skeptiker, die sind die Skeptiker. Auch, die, also so zwischen modern und traditionell, und aber hoher Bildungsgrad. Bei niedrigem Bildungsgrad traditionell hat man die Verunsicherten und bei generell bei niedrigem Bildungsgrad hat man auch die Unbekümmerten. Die modernen, postmodernen sind also sich zeigen, kreativ betätigen, aber mit niedrigem Bildungsgrad haben, die wissen nicht genug, um sich Gedanken und Sorgen zu haben, die leben unbekümmert. Und da sind halt die Veränderungen dieser Landkarten eben von 2014 auf 2018, wie ich finde, sehr interessant. Die Vorsichtigen und Verunsicherten sind komplett raus. Ja, die gibt es nicht mehr, die sind ausgestorben. Dafür sind die Verantwortungsbedachten ein bisschen weiter nach unten gerutscht und die Skeptiker sind breiter geworden. Die Pragmatischen haben sich etwas zusammengezogen und die Unbekümmerten sind noch weiter nach oben in Richtung dem mittleren und teilweise sogar am unteren Rand des höheren Bildungsstandes rangerutscht. Und die Souveränen sind dann noch etwas so nierenförmig nach oben gewandert, der komplett neu dazugekommen ist, in einem riesigen Batzen. Die Enthusiasten. Wow. Ja, also normalerweise so mittleres bis hohes Bildungsniveau und postmoderne Ausrichtung. Also eben die Leute, die was machen möchten. Ich denke mal so diese Startup-Mentalität so ein bisschen von, ich will die Welt verändern. Aber bestimmt auch Leute, die denken, ey, auf YouTube lässt sich gut Geld verdienen. Ich starte mal einen YouTube-Kanal und erzähle einfach, was ich gestern eingekauft habe. Das klingt für mich auch sehr enthusiastisch und zieht sich bis relativ weit hoch in den hohen Bildungsgrad, fängt aber auch schon an der oberen Grenze des niedrigen Bildungsgrades an. Also auch was für alle Bevölkerungsschichten. Und was ich auch interessant finde, dass die Pragmatiker, die Enthusiasten und die Unbekümmerten auch durchaus ein bisschen größer, nicht krass, aber eine komplette Schnittmenge miteinander haben. Ja. Also ich kann pragmatisch, unbekümmert und enthusiastisch gegenüber dem Internet eingestellt sein.
Klingt für mich aber auch logisch. Also ich bin pragmatisch, ich will mich zeigen, weil ich enthusiastisch zeige und bin unbekümmert, wer es sehen könnte, wie es sich negativ auswirken könnte. Ja, und dass auch diese Souveränität anscheinend zunehmend von den Enthusiasten eingenommen wird. Also was früher halt die Souveränen gewesen sind, sind jetzt so ein bisschen an den Rand gewandert und sind eigentlich von Enthusiasten ersetzt worden an vielen Stellen. Also guckt euch das mal an, das kann man viel rauslesen und viel angucken. Ja, packen wir euch auch auf jeden Fall mit in die Shownotes rein, direkt als Grafik, weil ich denke, das ist noch sehr aussagekräftig und sehr interessant. Ich mag dieses Bild. Jetzt kommt wieder eine langweilige, ne? Ding. Aber dann weiß ich ja schon mal, was ich dir vorbereiten kann an Statistiken. Du möchtest dann so Landkarten haben, Dinge, die schön aussehen. Sachen, die sich überlappen, die sich verbiegen mit ihren Achsen. Ja. Nicht so was Beklopptes wie einfach Prozent auf. Ja, aber hast du eine Ahnung, wie scheiß aufwendig so eine Landkarte dann was ist denn den 14- bis 24-Jährigen schon passiert? Also 65% haben schon mal Spam bekommen. Ja gut, kein Wunder. Mhm. 35% fallen mit Schadsoftware. 27% haben Beleidigungen und Hasskommentare bekommen. Andere wissen, was ich mache, wo ich bin. Ja gut, 25%, wobei es vermutlich mehr ist, als die wissen. Das sind die Antworten der Jugendlichen. Ja, es geht ja wirklich darum, dass zum Beispiel meine Freunde oder sonst wer einfach wissen, was ich mache, wo ich bin. Und 10% haben angegeben, dass ihre persönlichen Daten verkauft worden sind. Schon mal verkauft worden sind. Also ich meine, immerhin so ein Zehntel hat das schon mal festgestellt, dass eben das passiert ist. Aber generell hat eben so die meisten Leute haben, also die meisten Jugendlichen haben Probleme mit Spam. Dann, also den Aussagen nach zumindest. Das hatten wir vor 20 Jahren auch schon, die Erwachsenen. Ja, ich meine, manche Probleme ändern sich niemals. Und ich meine, Tristan, du bist wie alt jetzt? 26, nur 2 Jahre über der Studie. Oh, ich bin jetzt 30 geworden im letzten Monat. Also insofern, wir gelten zwar jetzt nicht mehr als die Zielgruppe an der Stelle, also als Jugendliche gelten wir auf keinen Fall mehr. Aber viele Sachen kann ich jetzt aus meiner Jugend, das macht mich so alt gerade, wenn ich das sage, auf jeden Fall bestätigen, was Spam angeht. Schadsoftware, ich hatte auch schon mal ein Virus gehabt. Beleidigung und Hasskommentar, muss ich sagen, war bei mir noch nicht so gewesen, aber ich habe selbst deutlich gemerkt, das hat in Deutschland, finde ich, auch erst so ab 2013, 14 langsam angefangen, dass einfach dieser Umgangston im Internet rauer geworden ist. Es wurde gewöhnlicher, also die Leute haben sich mehr auf Internet verlassen, um sich zu unterhalten, mit dann umzugehen und sich auch ein bisschen der Sicherheit, der Anonymität gewiegt, wobei es ja inzwischen die Tendenz gibt, dass es Leuten oft egal ist, dass die Leute trotzdem wissen, wer sie sind und unter ihrem klaren Namen und Passfoto, Profilbild fast schon, trotzdem noch reflexive Beleidigungen loslassen. Ja, das ist die eine Fraktion. Es gibt auch eine andere Fraktion, da kommen wir dann später dazu. Das ist aber nämlich auch eine dieser Erkenntnisse der Studien, dass halt auch Jugendliche sich zunehmend auch in geschlossene Gruppen zurückbegeben möchten. Also eben, weil halt ständig diese Beleidigungen kommen im Internet, im öffentlichen Internet, wollen halt viele jetzt keine geschlossene WhatsApp-Gruppen, Discord-Server, da haben wir in der letzten Folge Nummer 30 auch drüber gesprochen, wo man halt einfach das Ganze ein bisschen besser kontrollieren kann. Mit wem rede ich eigentlich? Also wirklich so diese klassischen Peer-Groups eigentlich, wie früher. Also die ist ja immer ganz klassisch, in dem Fall jetzt einfach nur das Internet übersetzt. Die klicken, ja. Genau. Bezüglich doch der Verkauf persönlichen Daten, da gab es noch die Einstellung zum Datensammeln im Internet und das ist auch wieder also wieder eine andere Möglichkeit war möglich. Es gab Stimme voll und ganz zu, Stimme eher zu, Stimme eher nicht zu oder Stimme überhaupt nicht zu. Genau, da würde ich sagen, machen wir vielleicht nochmal Stimme zu, Stimme nicht zu. Das, was man ein bisschen verallgemeinert. Genau, Tendenz war, ich möchte so wenig Daten wie möglich von mir teilen, deshalb poste ich nur ganz selten oder nie etwas. Relativ ausgeglichen. 54% sagen, ich möchte so wenig Daten wie möglich teilen. Ja. Den anderen, ja, die finden das jetzt nicht so schlimm. Das ist schlimm. Sehr im Mittelfeld bewegt sich, es ist fair, dass Anbieter von kostenlosen Internetdiensten, zum Beispiel Social Media, meine Daten nutzen. Da stimmen nur 8% voll und ganz zu, aber eine große Menge bewegt sich sowohl bei Stimme eher zu, als auch Stimme eher nicht zu, also mit Tendenz zu Stimme eher nicht zu. Was ich da mal ganz interessant finde, ist diese Einstellung zur Werbung. Personalisierte Werbung ist praktisch, weil ich Angebote bekomme, an denen ich interessiert bin. Insgesamt 51% stimmen voll und ganz zu oder stimmen eher zu. Genau, und 49% dann halt eben, ja, stimmen eher nicht zu, stimmen überhaupt nicht zu. Also das ist so halb und halb. Also aber es ist auch nicht so, als ob es da jetzt krasse Meinungsunterschiede gibt. Also stimme eher zu, stimme eher nicht zu, das ist ja wirklich so die Masse. Also die Masse ist so ein bisschen in der Mitte angesiedelt, finde ich, von den Leuten, die da halt der Meinung sind. Also es gibt keine krassen Ausfälle. Am ehesten finde ich noch, ich möchte so wenig Daten wie möglich von mir teilen. Da gibt es noch sehr viele, die sagen, ich stimme voll und ganz zu. Das ist noch, finde ich, am krassesten ausgeprägt im Vergleich zu den anderen Rändern, wo die Meinung einfach deutlicher ist. Ja, auf jeden Fall. Und eine noch zur persönlichen Sicherheit.
der Daten im Internet. Da musst du mal erläutern, ich komme da mit den Farben ein bisschen durcheinander gerade. Okay, da geht es um den Vergleich 2018, 2014, als diese Studie eben schon mal durchgeführt wurde. Und da ist dann einfach, was glaubst du, wie sicher sind persönliche Daten im Internet? Und da gibt es manche Änderungen, die sind nicht so krass, aber zum Beispiel eher sicher oder sehr sicher. Also 7% waren 2014 der Meinung, die Daten sind sehr sicher. 2018 waren es nur noch 6%. Eher sicher. 33, 24, also auch so geschrumpft. Und nur weniger geschrumpft ist von völlig, von eher unsicher von 47 auf 46%. No. Aber was halt eben gestiegen ist, völlig unsicher von 9 auf 17%. Also fast verdoppelt haben sich diese Angaben. Also Jugendliche sind dann dahingehend zu den kritisch, was die Sicherheit im Internet angeht, offensichtlich. Wir haben leider keinen dabei. Was auf jeden Fall sicher ist, ist, dass sich kreative Leute im Internet austoben wollen und das können sie auf so schönen Seiten wie Free Music Archive unter der Creative Commons Lizenz. Und den nächsten, den ich da gefunden habe, der nennt sich X, Takeru X. Und von ihm hören wir Beast But Not Least. Takeru X, Beast But Not Least, unter der Creative Commons Lizenz zu finden, wo es kostenlose Musik gibt, unter anderem freemusicarchive.org. Ich hätte es mal nachgucken sollen. Free Music Archive, da findet ihr es. Genau. Und wir sind auch noch bei Online-Geistern und wir reden immer noch über Jugendliche im Internet. Online-Geister, Thema der Sendung. Die nächste Erkenntnis, die in der Studie der DIFSI, der Deutschen Institut für Sicherheit und Verantwortung im Internet oder so ähnlich, die Studie, um die es geht. Ja, nur eine kurze Anmerkung, ja. Free Music Archive zusammengeschrieben.org, bitte nicht FMA, das ist was ganz anderes. Free Music Archive ausgeschrieben, FMA? Finanzberatung.
Oh. Also bitte darauf achten. Im nächsten Teil ging es um die Geschlechterunterschiede. Also männlich und weiblich, was sind für dich persönlich die größten Risiken in Internetnutzung? Und generell, wenn man sich die Statistik anguckt, sieht man, dass Frauen sich größeren Risiken ausgesetzt fühlen und vermutlich auch sind. Wobei Infizierung, also generell machen sie vermutlich mehr Gedanken. Denn wenn wir solche Sachen sehen, Infizierung des Computers oder andere Geräte mit Schadprogrammen, zum Beispiel Viren, die werden sie nicht gucken, ob der Computer einem Mann oder einer Frau gehört. Oder ein Junge oder ein Mädchen. Ja, aber eben 2/3 der befragten weiblichen Jugendlichen macht sich da Gedanken, aber nur 58% der männlichen Jugendlichen. Ich meine, wenn ich an meine eigene Zeit zurückdenke, Gott, das klingt immer so alt, habe ich mir auch in einem bestimmten Alter da nicht viele Gedanken um Sachen gemacht. Es war einfach so, ja, mit 17, du weißt ja alles. Du hast ja von allem eine Ahnung, du könntest die Welt verändern und da einfach diese Selbsteinschätzung. Es geht ja in dem Fall wirklich nur um Selbsteinschätzung. Was sind für dich persönlich, wurde ja gefragt, die größten Risiken? Also wirklich, das ist dann die Sichtweise der Leute. Wo sie vermutlich die Frauen recht haben, Diebstahl intimer Dokumente, zum Beispiel Fotos oder Videos, zum Beispiel auch intime Fotos oder intime Videos, die ich auf meinem Gerät oder online in der Cloud gespeichert habe. Wie oft ist es, hast du mitbekommen, dass Nacktfotos von einem männlichen Prominenten veröffentlicht wurden? Und wie oft wurden Nacktfotos von weiblich Prominenten veröffentlicht? Definitiv seltener von männlichen als von weiblichen. Ich meine, wenn wir an das Fappening, also diesen iCloud-Hack von 2014 zurückdenken, da waren es eigentlich auch, unter diesem Begriff Fappening waren es eigentlich fast nur, soweit ich weiß, eigentlich nur Frauen gewesen, die das Ganze betroffen hat. Zufälligerweise war ab und zu mal ein Mann mit drauf auf dem Bild, aber es ging eigentlich immer um die Frau. Ja, aber es waren meistens die Partner oder sowas dieser Leute gewesen, aber der Fokus war halt immer auf die Frauen gelegt worden. Und das eigentliche Problem ist dann eben weniger, dass sich Frauen mehr Gedanken machen. Also alle Details zu dieser Risikowahrnehmung, das gibt es dann eben auch nochmal bei uns in den Shownotes. Prinzipiell, da geht es dann um Sachen, Profil gehackt, unerlaubte Nutzung von Fotos, peinliche Chats oder Posts, die von anderen veröffentlicht wurden, Stalking, Beleidigung. Das sind übrigens auch Stalking, Beleidigung und Mobbing. Da machen sich die Jugendlichen am wenigsten Gedanken. Zwar immer noch, finde ich, sehr viel, teilweise bis 50%, also jeder zweite. Auf der weiblichen Seite, die männlichen kaum mehr als ein Drittel. Aber immerhin, also jeder Dritte bis jeder Zweite oder jeder Dritte bis jede Zweite macht sich immerhin Gedanken darüber und sehen es einfach als Gefahr. Aber es ist halt recht weit unten bei der Einschätzung der Risiken. Ja, auf jeden Fall ist auch zu Beleidigungen, Hasskommentaren oder generell Mobbing von Amnesty International gerade eine Twitter-Studie aufgetaucht, da Twitter keine Daten rausrücken wollte. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Oder überhaupt erhebt, ist ja auch eine Frage. Oder überhaupt erhebt, hat Amnesty das Ganze selbst in die Hand genommen und mal recherchiert und Statistiken aufgestellt. Und da sind erschreckende Ergebnisse rausgekommen, die wir alle noch in die Shownotes reinpacken. Also als Frau, gerade prominente Frau, vor allem wenn man vielleicht halbwegs kontroverse Meinungen vertritt, auf Twitter unterwegs zu sein, ist definitiv nicht angenehm. Ja, und da habe ich jetzt zum Beispiel auch gerade so ein paar Beispiel-Tweets, die auch bei sich auf der Website haben. Also jetzt unter amnesty.org findest du das Ganze dann. Aber wie gesagt, wir haben es euch auch in die Shownotes mit reingepackt. Ich finde halt schon dieses Hashtag Toxic Twitter aussagekräftig genug, wie das Ganze dann ausgeht. Also insofern, wir wollen euch jetzt die nachweihnachtliche Stimmung nicht unbedingt verderben. Aber ist eine interessante Studie, würde ich auf jeden Fall empfehlen, das durchzulesen. Gilt aber für wen überhaupt? Sind es jetzt US-Amerikaner? Generell, Twitter generell. Twitter generell. Twitter generell. Okay, also global das Ganze. Das ist nämlich auch noch wichtig. Und nun wechseln wir zu einem anderen, aber da auf jeden Fall damit verbundenen Thema, das ich einfach noch ergänzend mit einschieben möchte. Zur ähnlichen Zeit wie die DIFSI-Studie kam auch eine Studie des bekannten US-amerikanischen Forschungsinstituts Pew Research raus. Anmerkung gilt nur für die Vereinigten Staaten. Das wurden zwar eh nicht viele Leute befragt, da sind es 1730 gewesen, aber dort gilt jugendlich als 13 bis 17 Jahre alt. Also die hören deutlich jünger auf, ab 18 ist man da bereits erwachsen, auch wenn man noch kein Alkohol trinken darf. Genau. Die Ergebnisse des Ganzen haben wir euch dann einfach online auch wieder in die Shownotes mit reingepackt. Interessante Info, die ich aber auf jeden Fall finde, dass halt Jugendliche generell positiv gegenüber Social Media eingestellt sind. Also das halt so dieses Positive wohl vor allem überwiegt. Man ist zwar durchaus kritisch, aber man sieht eher die positiven Aspekte von Social Media, als jetzt das Ganze gleich als irgendwas zu verteufeln. 81% fühlen sich verbundener mit ihren Freunden, 71% meinen, sie können ihre kreative Seite zeigen, 68% bekommen Hilfe in schwierigen Zeiten.
Aber 45% sehen sich auch von dem Drama, von dem ganzen Stress, der bei so einer Sache passiert, teilweise überwältigt. Und 43% verspüren auch einen Druck, nur Positives von sich zu vermelden. Also dieses eben Stewardessen-Grinsen, wie ich dann immer gerne sage, bei Social Media. Eben das Essen zurechtdrücken, Filter drüber legen, immer schön lächeln. Genau, oder schmink dir deine blauen Augen weg, wenn du dich fotografierst. Also das ist offensichtlich auch, das finde ich sehr interessant, also sowohl Positives als auch Negatives ist es da, aber das Positive überwiegt halt prinzipiell. Aber ich finde es sehr schön, dass eben gerade Jugendliche generell, also die Teens, also als so 10 bis 20 Jahre alt ist ja immer dieser Bereich, dass es eine differenziertere Sichtweise ist. Um da jetzt vielleicht gleich unsere Zusammenfassung zu geben an der Stelle, was wir so prinzipiell meinen zur ganzen Thematik. Also das ist mir aufgefallen, ich hätte jetzt wie gesagt gerne jemanden noch im Gespräch gehabt, aber... Jugend ja. Von heute. Die haben es nicht. Nein, es ist, ja, kommt immer mal, irgendwas dazwischen. Hat einfach nicht funktioniert. Lässt sich an die vielleicht nochmal ein Quickie mit ihm. Ja, das wäre eine Variante. Für die Internetseite. No, aber vielleicht als Zusammenfassung das. Und ich möchte nur mal auf den Gartner Hype Cycle verweisen. Also der Hype-Zyklus. Es ist ja immer so bei einer neuen Technologie. Es wird immer erstmal in den Himmel gelobt, dann verteufelt. Und irgendwann kommen wir auf das sogenannte Plateau der Produktivität, wo dann einfach zum Beispiel ein Radio einfach nur als Radio betrachtet wird. Das ist weder der Volksempfänger noch das Wireless Craze, wie es in den Vereinigten Staaten auch bezeichnet wurde. Also weder der drahtlose Wahnsinn, noch irgendwie der Retter der Nationen, sondern einfach nur ein technisches Gerät wie das andere. Und da müssen wir jetzt endlich im Internet mal ankommen. Es gibt es jetzt seit 30 Jahren oder länger. Also wesentlich länger. Wir haben da also, unsere Sicherheitsfolge mit der Geschichte des Internets. Publik, also dass jeder darauf zugreifen konnte, jeder. Seit den 90ern seit den eigentlich. 90ern. Also so 20, 30 Jahre inzwischen ist das Internet und verbreitet. Und es ist schon lange nicht mehr Hashtag Neuland. Und wir müssen endlich da ankommen, es ist selbstverständlich zu betrachten. Es ist ein Teil unser aller Leben. Wie gesagt, aus dem Leben von 24-Jährigen und Jüngern nicht mehr wegzudenken. Die wissen nicht mehr, wie es im Internet ist im Alltag. Und deswegen müssen wir uns darum kümmern, dass wir das behandeln als richtiges Leben. Mit allem, was dazugehört, positiv wie negativ, Gesetze, Beleidigungen entsprechend ahnden. Hätten wir das einfach als Skript machen müssen, so als generelle. Und dann wären wir dann schon am Ende der Sendung. Christian, hast du noch etwas, was du ablassen möchtest, loswerden möchtest? Etwas, was ich mitteilen möchte. Was du mitteilen möchtest? Internet hat sowohl Positives als auch Negatives. Aber am Ende ist es nur eine Ansammlung von Positiven und Negativen. Wir entscheiden, was wir damit machen. Insofern an euch alle da draußen, um es mit den unsterblichen Worten von Peter Lucy zu sagen, gibt nichts mehr zu sehen. Abschalten. Aber was zu hören gibt es noch? Miracle of Sound. Gavin Dunn, ein Musiker, erschafft seit etwa 10 Jahren jetzt von Videospielen inspirierte Musik auf YouTube, auf Bandcamp, über Patreon. Und die sind auch komplett copyright-frei und nicht mal Creative Commons. Man darf es einfach so benutzen, wenn ich ihn nur erwähne. Miracle of Sound. Ich finde den Kerl super. Und von Dark Souls inspiriert ist das Embers Rise. Once more the morning bells will ring.
Of Sound mit Embers Rising aus dem vor kurzem erschienenen Jahresabschlussalbum Level 9. Miracle of Sound findet man auf YouTube, auf Bandcamp. Ich habe mich gebeten, das zu sagen. Und auch bei uns in den Shownotes als Hinweis. Genau, denn das war's bereits für heute. Genau, wir wollen es kurz halten. Frohe Weihnachten. Guten Rutsch. Und bis nächstes Jahr. Und dann geht's um Social Media in Deutschland 2019. Das war Online-Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.